Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Mann. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Tja, da hat wohl jemand keine Ahnung. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Von welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Das muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Ich komme mir echt gerade vor wie in einem Dungeon von Bloodborne. Entschuldige bitte. Nice. Natürlich muss ich ihm gleich wieder irgendwo hochhelfen, jede Wette. Was zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Okay, wo lang? Einen Moment, Leute, ich bin gleich wieder da. So. Weiter geht's. Oh Gott.
Es wackelt alles. So, jetzt gucken wir mal, wo es hier eventuell... Oh. Da hinten ist ein Pfad. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Gott, ich muss genau durch diesen scheiß Riss schaukeln. Uff. Yikes. Warte. Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Klar, nicht, dass er mal die Kiste schon ausrichtet. Nein, dann muss ich wiederkommen. Wow. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Ah. Haha. Ein Schatz. Also das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Natürlich. Mal wieder. Warum sollte es auch einmal einen richtigen Weg geben? Oh Gott. Okay, geschafft. Was ist der Plan? Wir hängen unsere Seile daran. Los geht's. Hä? Wie jetzt so oder was? Oh. Brücken sind eh nur Übergangslösung. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Nein. Okay. Das hat funktioniert. Hier geht es nicht durch. Und wie kommen wir weiter? Dass die aber auch immer einen Weg haben, wo es lang geht, ne? Erstaunlich. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl... Oh, was ist das? Zum Teufel kommen wir rüber. Was haben wir denn hier? Es sei gesagt, dass ich Thomas Howard, Captain der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz, eine kryptische Nachricht meines alten Landsmannes mit vagen Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen und mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt an... Küste, möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Ja gut, Leute, ihr könnt das gerne lesen, wenn ihr das wollt. Tja, der ist wohl hier verendet. Dieser Mann, der hat den Schatz nicht gefunden. Tja... Nicht jeder hat das Zeug dazu, möchte man sagen. Versuchen wir es. Oh. Komm zurück, ich drücke ihn runter. Ha!
Oh. What the hell? Hey. Geschafft. Okay. Wozu? Gut. Und ich? Stimmt, ich sehe mich um. Sieh dir all deine Räte an. Sekunde. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Warum sieht es aus, wird das drei zusammenfallen? Na also. Hey, super Sprung. Oh, Mist. What? Yikes. Ich hab dich. Tja, alle, die nach uns kommen, haben Pech. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Das hoffe ich auch so langsam. Sonst muss ich jemanden erschießen. Die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Oh, schon wieder so eine Scheiße. Dann gewöhne ich mich nie. Noch ein Rätsel? Schon wieder ein Kreuz. Das sieht man noch. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Ab. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also. Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Wow. Kennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Madagaskar, ja. Geil. Da. Es geht Sterne. Nach Madagaskar. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol. Das Weltall. Der Mars. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Oh. Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Nein. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs.
Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Ja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Nice. No. Nein! Als ob das schief gegangen ist jetzt. Ach du Scheiße. Okay. Ja, gestochen, geschlagen und es angezündet. Fuck. Alter, der ganze Raum ist weg. Okay, 10 Schuss. Ah, fuck. Jetzt gehörst du mir. Danke, kleiner Bruder. Kein Problem. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg. Das dachte ich mir. Haltet durch, ich bin bald da. Ach Mist. Sam, pass auf
Oh, fuck. Mist, ich würde gerne noch damit rumschießen. Alter. Lol. Man kann sogar Statuen wegmachen damit. Ah, oh, das Ding macht echt Spaß. Schade. Nope, das wollte ich nicht. Nein. What the f... Ich will die scheiß Schrotflinte. Danke. Und nachladen wollte ich eigentlich. Okay. Schade, jetzt hätte ich mir gewünscht, dass noch mehr Leute kommen. Oh fuck. War's das? Immer weiter. Oh, Sally. What are you, man? Mann, hat Victor nicht etwas von schönem Wetter erzählt? Ich sehe nichts. Einfach weiter runter bis zum Wasser. Was ist denn das? Schon wieder irgendeine neue Knarre.
Ah, das ist eine Schrotpistole wieder. Fuck, hier hilft keine Schrotpistole. Wow, wow. What? Ich bin noch gestorben, bevor... Really? Nichts wie fucking nochmal weg. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des Heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor. Wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kann warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery... hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay, das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer. Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Sony. Schleichwerbung. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay?
Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Lol. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Motherfucking Gaska. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Nice, Leute. In diesem Teil dürfen wir Auto fahren. Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann braucht er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Oh Gott. Wartet nochmal, noch einmal. Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den... Wie einmal in dem Auto. Und? Was suchen wir hier draußen? Noch einmal, bitte. Die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten. Diese Schreie. Wow, wow. Und? Alter, das ist zum Schreien, what the fuck. Die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann braucht er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Oh. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Schade, ich dachte, man kann hier irgendwie hupen. Leider nicht. Ich mag Autospiele nicht, in denen man nicht hupen kann. Aber die Steuerung ist sogar echt nice eigentlich so. Na, das Auto beschleunigt nie so krass. Aber es ist ja jetzt auch kein... Ne? Es ist ja... Kommt man hier auch irgendwie runter? Von hier aus? Nicht so aus. Aber da waren Knus unten, die hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ich sehe da vorne Ruinen. Was, Urin? Was hat er jetzt Ach, Ruin! Wartet hier, ich sehe mich mal um. Alter, ich gerade. Urin. What the fuck? Und Victor, kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Hab ich gerade zu Nathan gesagt. Erschrecken, wie viel jetzt über das Internet läuft. Kannst doch alte Ware jetzt bestimmt auf verschiedenste Weise loswerden. Ja, schon, aber ich rede lieber persönlich mit den Kunden. Lerne sie kennen. Ist ein bisschen schwierig, mit einem Typen zu chatten, der Antiquitätenmeister 37 heißt. Ja, kann ich mir vorstellen. Nice. Nicht viel zu sehen hier.
hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Er hat sich doch gelohnt, Alter. Ich hab was gefunden. Geil. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null. Er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das sind bloß den billigsten Geländewagen. Au. Warte, Sully. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschungen angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Alle Mann anschnallen! Geil. Sind auf einem Piratenabenteuer. Was bist du, sieben? Sag mal, Victor, woher kennst du Kings Bay eigentlich so gut, hä? Huh? Das erste Mal war ich hier bei einem Tauschhandel. Der gestohlene Diamant. War klar. Ging in die Hose. Danke für die Zeit. War auch klar. Ja, und als ich schlecht auf Aushandel. Okay. Captain Harrison. Ja, wenn ihr euch das durchlesen wollt, Leute, ihr könnt... Warte, ich mach's nochmal langsam. Könnt ihr euch das gerne pausieren. So. Das dürfte ausgereicht haben, denke ich. Und noch ein Schatz. Oh mein Gott, wir kriegen als Schatz einfach die Knarre. Die uralte. Ach, scheiß drauf, ich wollte die gerade eigentlich. Ja. Boah, es ist so cool hier, ne? Gerade dieses okay, Bild jetzt. Oh Leute, ich glaube, ihr wisst, was wir jetzt machen. Yeah! Wir fahren uns nächstes Mal vor. Ja, ich habe schon ewig nicht mehr zweimal an einem Tag geduscht. Es ist so cool, durch die Wildnis zu fahren. Ging es hier nicht irgendwo hoch? Ah, ne. Das sah nur so aus. Okay, bleiben wir erstmal hier unten. Könnte man wohl als fraglich bezeichnen. Wer hat diese Steinbarken gemacht? Wegweiser sein. Halten wir die Augen offen. Die Steinbarken, die ich schon dreimal umgefahren habe, alle. Okay, ne, hier geht's nirgendwo hoch. Ich versuche mich hier bloß ein bisschen umzugucken. Ah, ne, ich weiß schon, wo es weitergeht. Wir müssen zu dieser Brücke rum. Das sieht vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los. Ich fühle mich gerade wie ein Mudrunner. Geschafft. Vielleicht gibt's eine Trophäe, okay, wenn ich alle umfahre. Lass uns ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer besser. Alles wird gut. Was meint ihr, wie viel Gewicht diese Brücke aushalten? Wow. Voll gut. Alles gut. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ja, so viel zu dem Steinhaufen. Eigentlich heißt es Steinbarke. Ja, aber ich mag das Wort nicht. Es klingt seltsam. Steinbarke. Nein, gefällt mir einfach nicht.
Wow. Boah, Alter, wie das aussieht mit dem Vulkan da oben, das ist cool. Oh, hier kommt der Wasserfall runter. Oh! Oh mein Gott, das war nicht mein Plan. Oh! Oh Gott. Zurück. Oh Gott, ob ihr es glaubt oder nicht, das war nicht mein Plan. So nah wollte ich nicht ran. Da, Reifenspuren. Hier ist jemand durchgekommen. Oh, Lemuren. Geil. Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Steht ein Turm oder sowas. Ui. Das gefällt mir. Hey, Victor. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Aber Nate war so begierig, da hat er den Preis verdoppelt. Den hätte er so oder so verdoppelt. Jeder wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Okay. Okay, haltet euch fest. Joi. Den Steinhaufen haben wir auch platt gemacht. Yes. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Wow, was war das? War das irgendwie ein Lux oder ein Gepard also, oder so? Du glaubst, Avery Chu und andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Wow. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Victor kommt nicht mit. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Joink, Alter, ist das geil. Eine Banane? Hölle. Tja, hier ist nicht viel, ne? Ich würde sogar behaupten, das war's schon wieder. Große Pläne für diese Winde. Fuck. So, das sollte reichen. Nice. Hat Spaß gemacht. Steiler als es aussieht. Okay, fertig. Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Langsam.
Siehst du, Sully? Binde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Ah, da unten sind irgendwelche Knus oder so. Cool. Schade, die hätte ich gerne mal aus der Nähe gesehen. So eine madagaskarischen Tiere. Genieß den Anblick, Gentlemen. Boah. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ah, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Das ist echt cool hier. Wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Theo, hi, was geht? Segelt nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Ja, dieses Game ist einfach nur grandios. Mit der Hilfe der Sterne. Wie geht's dir, alles gut? Dem ehemaligen Seemann das Segeln erklären. Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja. Vor allem, da soll bald noch eine grafisch bessere Version davon rauskommen. Ich meine, ich hätte warten können noch auf diese Version, aber da hatte ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Ich wollte unbedingt das Spiel nochmal spielen hier. Das ist echt geil. Lol, dort hinten ist gleich die Wüste. Okay, das ist cool. Boah, Alter, wie hoch das hier ist. Ja, dieses Game ist... Die ganze Uncharted-Reihe ist cool. Hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, vor allem auch, dass man hier Auto fahren kann. Das war damals geil. Das habe ich echt nie erwartet. Wo das damals neu war. Shit. Noch Bam. Eine Steinbarke. Steinhaufen. Sorry, Sam. Stimmt. Steinhaufen. Danke. Ja, bei mir ist auch alles okay. Was haben wir denn hier? Waldmanns Heil. Ja, ich glaube. Also grafisch halt. Mit, ich glaube dann auch für PS5 halt so Raytracing-Effekte und so, dass die Lichteffekte krasser sind und alles. Es könnte schon cool aussehen, also kann ich mir schon vorstellen. Ich spiele zwar auf PS5, es ist aber halt die PS4-Version hier. Gibt noch keine PS5-Version davon. Oh, da brennt irgendwas. Okay. Also dann haben wir einmal da oben ist was. Dann haben wir dort drüben was. Okay. Ah. Wie konnte ich das übersehen? Was soll das denn sein? Ach so, eine Schriftrolle. Nice. Man kann auch nie in der Tür einsteigen. Und dann gibt es ja auch noch Uncharted Lost Legacy und das spielen wir danach. Also wenn ich mit dem Spiel durch bin, dann spielen wir den letzten Uncharted-Teil. Das erinnert mich irgendwie gerade so voll an MudRunner. Oh. Hey Nathan, sieh mal, die Höhle da. Aha, gesehen. Bleib da, bis gleich. Kann man da noch weiter rein? Nee. Nee. Ist hier irgendwas Sinnvolles? Ah, wieder ein Schatz. Nur in die falsche Richtung geguckt. The fuck? Lol. Ja, den Teil mit den alles Frauen, klar. Genau. Der ist auch echt cool. Der war zwar, ich glaube aber, der war ziemlich... Ich glaube, der war ziemlich kurz, der Teil, weil das sollte bloß so eine Art großes DLC sein, glaube ich.
Uff. Ah, jetzt seht euch das an. Oh, ey, wow. Scheiße, stopp, stopp! What the fuck war das? Ich sehe sie. Hier. Uh-oh. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Die sprengen schon wieder alles. Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Ah, ich will lieber den. Den LKW will ich fahren, das wäre geil. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Theo, danke für dein Follow. Vielen Dank. Thank you so much.